Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Ja, man hört schon, hier wird wieder fleißig geschmiedet. Mit dabei die gute Silkene. Hi. Den ewig Hammer schwingenden Salentin. Moin moin. Natürlich unser Lemmy. Hallihallo. Fritz Paulus. Moin. Und einen habe ich vergessen, den guten Jujuka. Hallo, ich fühle mich diskriminiert. Warum? Weil du diesmal das Letzte warst? Nein, er muss die Nägel wieder abgeben, die er geklaut hat. Achso. Fast. Fast. Nein, mein Welt, den ich hier oben stehen habe gelassen, wird immer weniger. Tja, so ist das. Ja, wir haben den Stahl fürs Monument, habe ich gehört. Sie? Haben wir die Formsteine fürs Monument? Hier noch nicht drin. Nein, noch gar nichts ist da drin. Ja, das ist kein Problem, wir mal schnell. Okay. Dann würde ich sagen, wenn die Formsteine da sind, machen wir dann erstmal Monument. Dann haben wir ja was zu sehen in dieser Folge. Ist Yoyuka gerade mit vorbeigeritten? Nein. Mist. Ich reite nicht, das solltest du doch wissen. Ich kann nicht verstehen, wie man nicht reiten will. Schlechte Erfahrung mit einem ekligen Gaul? Real Life oder Ingame? Real Life. Dann kannst du doch Ingame reiten. Prinzipien. Prinzipien. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie man Real Life keine Pferde mögen kann. Mögen tue ich sie. Du hast eine Angst vor nicht schlecht. Aber die dich nicht, oder? Das ist eher das Problem. Nur böse Menschen werden von Pferden nicht gemocht. Die spüren genau, wenn ihnen einer was antun will. Verdammt, mein Schmiedehammer ist kaputt geschmiedet. Jojoka müsste vorbeikommen oder mir sagen, wo er ist. Ich brauche Steine aus seinem Karren. Zu spät, die sind alle verbaut. Dann schütte ich sie von dem Pflasterweg weg, den du gerade gemacht hast. Wofür brauchst du Steine? Ja, für 4 Formsteine. Es sind keine Steine mehr irgendwo. Ach so, dafür habe ich natürlich Platz. Oben, bei der Apfelbaumplantage. Komm mal. Ich mache hier gerade ein kleines Möchtegern-Projekt. Brainlag. Ich wollte mir gerade einen neuen Schmiedehammer schmieden, weil mein Schmiedehammer kaputt gegangen ist. Was brauche ich zum Schmieden? Ein Schmiedehammer. Schmiedehammer. Mach dir einen. Haben wir nicht noch einen irgendwo? Nee. Wenn in der Truhe, ich glaube aber nicht. Nee. Nee, den hat Fritz Paulus gehabt, glaube ich. Zeig mir doch mal, wo der Hammer hängt. Oh, Moment, ich mach gerade die Formsteine, da komme ich. Für einen Schmiedehammer brauchst du normal nur einen primitiven Hammer. Ja, aber ich habe keinen primitiven Hammer und es ist mir jetzt zu blöd, noch einen primitiven Hammer zu bauen, damit ich mir einen Schmiedehammer bauen kann. Yuka? Ja? Hast du eine Spitzhacke dabei? Ja. Sag jetzt nicht, das reicht nicht. Doch, aber meine ist nach einem Formstein kaputt gegangen. Oh. Kannst du gerade noch 3 Formsteine machen, bitte? Ich kann dir einen primitiven Hammer leihen, wenn du willst. Ich baue ihm gleich einen. Eine Sekunde. Ich brauche nur die Formsteine. Rechtsklick, Schleifen, Formstein. 3 Stück? 3 Stück. Ich dackel dann schon mal zum Monument, wa? Wa? Jo, wa? Voll kloss, ey. Ja, tu's nicht rein, bitte nicht. Hör mal. Gib mir das lieber. Hast du Angst? Ja. Nein, ich hab den Stall auch nicht dabei, der ist hinten in der Kiste. Ich pack doch nichts an, Mensch. Nicht mehr. Du kannst mich jetzt anhandeln. Bei Formstein wie bestellt. Firma dankt. Ja, Firma zahlt. So, also der Stahl ist noch in der Kiste, ja? Mhm. Bring ich mit. Ja, ich bin schon da. So. Ist das beide Stahl jetzt? Ja. Ja, Stahl habe ich.
Wieso habe ich die Fackel noch auf dem Rücken? Ach, Moment. Du willst jetzt das Monument updaten? Habe ich das richtig mitgekriegt? Ja. Sag doch was, ich komme. Wovon reden wir die ganze Zeit, du Pappnase? Davon, dass ich hier wieder über den Haufen geritten werde. So. Was hier, der Easy Rider? Nicht opfern. Hast du das Leder dabei? Ich komme. Ich habe alles in der Tasche, ja. Gut. Vom Stein liegen drin. Sehr gut. Monument 2.0 oder sind wir schon bei Monument 3.0? 3.0. So, alle da? Wieso hat da noch einer eine Fackel auf dem Rücken? Ah, verdammt. So, und Verbesserung läuft. Hammer. Du brauchst einen Hammer, um diese Aktion auszuführen. Ich hätte da noch Grill. Ja, ich habe einen in der Tisch. So. Tada. Oh, schicker Schriftzug. Der war vorher schon da. Aber nicht so schön zu sehen. Ja. Ich hätte gern ein Schwert aus Gold. Eisen kann ja jeder. Tja. Ist das nächste Level, warte mal ab. Nee, das ist dann nur besseres Eisen. Das ist ja jetzt schon nicht mal mehr Eisen, das ist ja Stahl. Also der Radius ist jetzt auf 25, der müsste jetzt wieder wachsen. Er geht jetzt auf 50 hoch. Also haben wir sogar ein paar Minuten mal Zeit. Ja, 25 Tage. Wie sieht's mit den Opferpunkten aus? Es ist noch satt drin. Außerdem, aber ihr habt ja bestimmt noch Silber und könnt ihr ein paar Ringe schmieden wieder. Die haben ganz gut Punkte gebracht. Irgendwo hier hinten müsste, glaube ich, noch Silber rumliegen. Ja. Hier ist noch so ein kleiner Haufen. Dann schmelzen wir mal. Mach ich mal. Mach's mir erst meinen Hammer. Achso, ja. Einen Ast haben wir noch irgendwo, gell? Ja, ich hab's alles im Inventar. Dann handel mich halt. Ich pack's dir eben da in die Kiste. Ist euch eigentlich aufgefallen, was für einen wunderbaren, klaren, sonnigen Tag wir eigentlich heute haben? Ja, schön, ne? Heute richtig gut zum Screenshot machen geeignet. Oh. Kannst du mich wenigstens heilen, wenn du mich schon schlägst? Würde ich nie tun. Außerdem hat das scheiße Schaden gemacht. Echt? Das war nur ein Holzschwert. Oh, was? 31. Aber ist hier nur Schockschaden, oder? Stumpfer Schaden. Ja, aber wenn du dich kurz hinsetzt, müsste der so wegheilen. Ich kann dir nächstes Mal das echte versuchen. Nee, lass mal. Hast du jetzt gleich mehrere? Drei. Ah. Mach doch nicht einen Hammer. Danke, Dön. Vielleicht sollte ich hier nur anlegen. Warum? Ah, kann von Vorteil sein. Ich baue noch mal ein paar Werkzeuge. Emmy? Ja? Wenn du wieder mal in der Nähe der Schmiede bist, ja. Hier steht eine 99er Fichte oder was ist es? 99 in Hunderte lassen wir stehen. Das ist alles gut. Also, kannst du mir davon bitte 99er oder so hoch wie möglich Äste ziehen? 93 kann ich, ja. Super. Besser wie 57. Barock, hast du nicht noch ein paar Äste? Weil ich habe doch irgendwann letzte Woche mal so dir 60, 70 in den Wagen gelegt für Fische. Unten in der Kochkiste sind die, meine ich. Ich habe ja oben, wie gesagt, nur 57er.
aber ich weiß nicht, welche Qualität die haben. 93. Perfekt, ich klaue mir 5. Wo sind die? Unten in der Kochkiste. Bei meinem Wohnhaus, wo ich jetzt wohne. Wo wohnst du? Unten, hinter der Mauer. Achso, hinter der Mauer. Direkt davor. Wieso führt hier der Weg eigentlich an die Mauer? Super. Dann weil das Torhaus direkt so führt, dass wir von dem Schmiedeplatz 2 Meter runterfallen und dann durchs Tor rollen. Der Weg, den er angefangen hat, am Feld vorbei Richtung See. Der war vor der Mauer da. Ja, straight away auf die Mauer. Damit du mit Anlauf dagegen rennen kannst. Ah ja. Und, kleidet mich das, ja? Mit so einem Ritterschwert? Ja. Oh, das Geräusch, ne? Ja. Hörst du das auch? Ja. Krass, ne? Gleich schöne Erinnerungen. Darf ich mal ausprobieren? Nein. Das sind nur 71er Äste. Nur 71er? Aber mehr kann ich nicht. Ich dachte, das... wie auch immer, also mehr kann ich nicht. Ich dachte, du bist Forstwesen hier schon auf 90 plus. Forstwesen, ja, aber dann ist das anscheinend was anderes. Ist das vielleicht Landschaftsbau oder was? Eigentlich nicht. Das ist Forstwesen. Ich kümmere mich gleich drum, ja. So, mal kann das sein, dass die Bäume vielleicht nicht wachsen, weil die zu dicht zusammenstehen? Gibt es da auch ein Limit? Nein, nein. Okay. Die Eichen wachsen quasi ineinander rein und es funktioniert ohne Probleme. Okay. Nee, es gab nämlich Spiele, da ist das so, wenn die zu dicht zusammenstehen, wachsen die nicht. Nee, hier gibt es nur jetzt, wenn so eine große Plantage Eichen sind, die ineinander weben, dann gibt das ein bisschen Serverlag. Kann sein, dass es welche gibt. Aber sie wachsen ohne Probleme. Lemmy? Ja? Ich sehe dich doch. Ich habe mich gerade hochgebetet. Eisen und so ist drin in den Karren, nur die Räder fehlen noch. Okay, dafür brauche ich auch ein paar Nägel. Ja, Nägel haben wir. Und ich würde nochmal Handles stellen. So. Sind die nicht in der Kiste oder sind die schon alle weg? Die an der Schmiedekiste waren, sind weg. Bei dir vielleicht noch? Bei mir, ja. Perfekt. Reicht das, wenn ich dir 3 drin lasse? Du kannst alle rausnehmen. Wenn ich sehe, dass keine mehr drin sind, mache ich wieder welche. Dann sind sie weg. Diebstahl! Diebstahl! Okay, das ist vielleicht lieber was ich in der Werbeunterbrechung mache. Flügen? Nein, nicht flügen. Aufnehmen, hinstellen. Aufnehmen, also, hinstellen. Warum tust du das? Ist die Abbrechen ist Naturkunde und da bin ich erst bei 70. Wir haben doch Naturkunde hier, Fritz. Ja. Könntest du mal zur Schmiede kommen, wenn du Zeit hättest? Ja, ich bin sofort da. Ich heb den auf und stell den immer wieder hin, weil ich damit den Landwirtschaftsskill erhöhe. Boah, wie stupide. Ja. Ja, und Bewegung skillst du damit, oder? Nee, wenn ich den immer in der Hand nehme zum Pflügen, dann nur Landwirtschaft. Und jedes Mal um ganze 0,05. Krass. Das dauert ja ewig. Mi. Na gut, ich wollte eh noch ein paar Furchen ziehen hier. Ich muss das Feld ja noch vergrößern. Aus was mache ich jetzt nochmal Seil? Also diesen Billigseil? Pflanzenfaser. Wie viele? 3.
Oh, okay. Das werde ich auch in der Aufnahmepause machen. Pflanzenfasern ziehen. Oh, das ist heute richtig bombiges Wetter, genau wie draußen. Also irgendwie glaube ich, dass mein Flug kaputt ist. Flügt er nicht mehr? Hahaha. Richtig. Echt? Oh, Schwein gehabt. Bist du auf Waldboden? Nein. In der Beschreibung steht, man muss in der Mitte des Feldes pflügen, ne? Bist du vielleicht am Rand? Nein. Ziehen statt schieben. Vorher ging es auch mit Schieben. Ich glaube, mein Flug ist kaputt. Yes! Macht nichts, ich hab einen Spaten. Verdammt! Erste wolltest du haben, der König? Ne, der Flug ist in Ordnung. Genau, bei dem da oben, genau. Ruhig alle 20, wenn's geht. Dann mache ich dir auch gerade einen neuen Satz sicheln. Ich habe mich tatsächlich außer Atem geschmiedet. Es geht? Ja. Ja, der Flug scheint tatsächlich nicht mehr zu funktionieren. Das wäre lustig. Mach doch mal Untersuchung, wie viel er noch hat. Volle Punktzahl. Das ist komisch. Ich nehme mal den Spaten. Vielleicht liegt das hier irgendwie am Boden. Vielleicht ist das ein Bug. Vielleicht gibt es auch eine Hostgrenze für gepflügte Erde auf dem Server. Das war nicht zu bezweifeln. Ich auch, aber könnte ja sein. Okay, das scheint ein Bug zu sein. Das Feld hier ist umgegraben. Ich kann hier anpflanzen. Ist nur Grafik nicht da. Richtig, ist grafisch nur nicht da. Ich kann hier alles mögliche pflanzen. Und guck doch mal, wenn du gepflanzt hast, ob es dann grafisch dargestellt wird. Hier kann ich fliegen. So, dann stellen wir den Flug mal dahin und fliegen von da. Ja, jetzt geht's auch. Das ist ein Anzeigefehler hier. Übrigens habe ich gesehen, dass ihr, wenn ihr die besseren Rüstungen bauen wollt, braucht ihr Seide. Für die Metallsachen. Ja, für die Metallsachen. Was? Ja, muss ja auch schick aussehen, ne? Seide in Futter wahrscheinlich. Er soll kratzige Wolle nehmen. Die soll was aushalten und nicht bequem sein. Alter, ist das assi, ey. Was? Ich habe hier so eine Scheiße wieder gehabt. Ah, jetzt sehe ich wieder alles. Hast du im Auge? Nee, mich hat eine Wespe gestochen. Alles war spiegelverkehrt. Uha. Als wenn man betrunken ist, ne? Ja. Gib zu, die Wespe ist eine Ausrede. Du hast nur gesoffen. Wenn ich so schauen würde, wenn ich betrunken wäre, Dank machen. Super, 20 danke. Mehr gab's nicht. Nee, super, super, super. Brauche ich nur für wenige Werkzeuge. Die halten ewig.
Super, jetzt muss ich 36 Pflanzenfasern ernten. Happy Wofür? Birthday. Für Seil. Wofür brauchst du 12 Seile? Für Barocks Bestellung. Welche Bestellung? Barock hat sich als erstes eine Straße zum See gewünscht, anschließend zwei Stege. Ein Steg zum Angeln. Du kriegst jetzt zwei. Oh, super. Dafür brauchen wir diese Pflanzenfaserseile. Für die Pfosten und für die Stäbe, für die Stege hier. Interessant. Herr Seintin, sind die Pfosten frei versetzbar? Mhm. Die Pfosten sind fest, die Stege kannst du verschieben. Weil ich habe hier nämlich ein kleines Problem. Ich kann nichts ins Wasser bauen. Stimmt. Du kannst es aber aufschütten. Ja, man baut einen Angelsteg, indem man einfach Erde oder Sand aufschüttet und einfach ins Wasser reinbaut. Mhm. Und würdest du mein Mikro in Ruhe lassen? Dankeschön. Aber das schmeckt doch so gut. Naja, versucht nur, Kopf auf den Schoß zu legen. Da steht nur normalerweise das Stativ vor. Das stört ihn nicht. Habe ich gemerkt. Und der ist auch schon über. Ich bin mir auch schon über. Wer ist denn? Der Hund. Weil der nie was zu fressen kriegt. Der hat wenig auf den Rippen. Also nicht ungesund wenig, aber erstaunlicherweise wenig für einen Berner. Ja, er ist, wie gesagt, ne, sportliches Modell. Ja, und das sportliche Modell wird hier nur aus dem Keller gelassen, wenn Salentin da ist. Damit er mich ärgern kann. Genau. Der ist gestern 14 Kilometer gelaufen, hat sich eine halbe Stunde hingehauen und war danach wieder topfit. Ja, Berner. Und das war nicht langsam. Der hat ein Tempo von fast 18 km/h da an den Tag gelegt. Also Durchschnittstempo hatten wir 16, irgendwas. Nett. Ja, der ist echt fix. Also. Und wohl bemerkt, ich habe nicht in die Pedale getreten. Der hat mich die ganze Zeit volle Pulle gezogen. Und ich bin ja nun wirklich kein Leichtgewicht. Ach, deine 10 Kilo. Ja. Aber irgendwie ist dieser Hund Masochist, der steht da total drauf. Vor allem jetzt mit dem Zuggeschirr, wo er raus hat, wie es funktioniert. Funktioniert's doch endlich. Ja, er musste seine Lauftechnik aber anpassen. Ja, das Gewicht lastet natürlich woanders drauf, ne? Ja, er hat sich am Anfang immer selber die Füße weggezogen irgendwie. Ja, weil er dann so schräg nach vorne gezogen hat, wie bei dem anderen Geschirr. Und das funktioniert bei dem nicht. Ein Feld gefunden, wo die Pflanzenfasern echt geil sind. 75er Qualität. Kann ich nochmal 100 bestellen? Oh oh. Ich hasse es, wenn du oh oh sagst. Was ist? Also entweder hat irgendjemand meine Flachssamen versteckt. Oh, nicht schon wieder. Oder der hat die weggeworfen. Nein, ich brauche nur ein kleines Feld. Ach, da sind sie. Die müssten im großen Karren sein. Ja, sind sie auch. Alles gut. Müssen die Schmelzöfen, also die Rennöfen mal wieder neu setzen, ne? Beziehungsweise die eine Baustelle auffüllen und den anderen abreißen und auffüllen. Wir haben nur noch zwei, die funktionieren. Den einen mache ich jetzt mit Silber gerade mal. Mach ruhig zwei mit Silber. Den anderen werde ich erstmal wieder Eisen machen. Welcher ist kaputt, der hier? Ja, der ist so. Ich habe uns gerade ja schon wieder mal ganzes Eckmaterial weggeschmiedet. Ich will jetzt ja nicht alles wegmachen.
So. Was? Nee, was ist bei Ebbe? Ich weiß, und Flut ist bei Food. Bitte? Was ist bei Flut? Nee, was ist bei Ebbe? Stimmt. Und bei Flut sieht man Touristen schwimmen. Ah. Meine Güte, will sich ja der Ofen nicht klein kriegen lassen? Ist übrigens tatsächlich ein Bug. Wenn ich jetzt hier tatsächlich was pflanze, dann ist es direkt umgegraben. Hm. Lehm ist noch oben im Karren, Eisenkarren. Oh, 6 Spieler momentan auf dem Server, keine Besucher. Leider nicht. Tja. Aber ich kann schon mal vorab sagen, wenn ihr Bock habt auf Life is Feudal, weil es ist nämlich bald soweit, ne? Und wir suchen unbedingt noch ein paar Bauern. Wenn ihr Bock zu habt, kommt mal einfach dazu. Und gleichzeitig mit den Bauern dann bitte auch Leute, die darauf spezialisiert sind, nur Lagerhäuser zu bauen. Nichts anderes. Was hast du immer mit deinen Lagerhäusern? Och, die sind dann irgendwann nötig. Ja, ihr könntet echt mal eins bauen, langsam. Hust. Was fehlt dir dafür jetzt noch? Straßenlaternen hier gesetzt, also. Immer noch nicht? Also ich sehe hier noch keine. Yoga, hier sind 2 Sachen zu bauen. Komm, Plus Straßenlaternen zu setzen. Barock. Ja. Dein Steg ist fertig. Sehr schön, danke. Guck ich mir gleich an, werde ich dann auch nutzen. Das Problem ist, der sieht echt scheiße aus und ich kann halt dich jetzt nichts ins Wasser bauen. Du musst da aufschütten, du musst da tatsächlich aufschütten und darauf dann die Pfeile bauen. Möglichst eine flache Stelle schon suchen und da dann Sand draufschütten. Ohne Ende. Das Ärgernis hatte ich auch schon mal. Kannst du auch Erde draufschütten, dann sieht's richtig scheiße aus. Ja. Aber mit dem Sand und dann den Steg darüber, das sieht tatsächlich relativ gut aus. Das ist halt wie so eine kleine befestigte Mole. Ist eigentlich schon wieder genug Werkzeug da, um mal wieder einzuschmelzen? 6 oder 7. Ah, lohnt sich ja nicht. Ich könnte meinen Hammer da schon mal wieder reinschmeißen. Das musst du dann machen, Saladin. Was? Ich guck's mir an, wenn's fertig ist. Was? Den Steg, meint er. Ja. Zum einen habe ich Besseres zu tun, zum anderen, was ist schwer daran, Sand aufzuschütten? Lass uns doch erstmal die Laternen bauen. Richtig. Wenn man den Steg in der Hand hat, ist es schwer, Sand aufzuschütten. Ja, das stimmt, aber... Ich schätze nicht, dass er das so getan hat. So, damit haben wir die 30 Minuten wieder überschritten. Also, wie üblich, wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar oder Abo dalassen. Wenn ihr mitspielen wollt, habe ich ja schon gesagt, ne? Ihr seid gerne willkommen. Server, Passwort und IP stehen unten in der Videobeschreibung.
Und ja, dann bis Mittwoch. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Ciao.